بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله sagt: Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihren Rechten, die frohe Botschaft für euch heute, Gärten, durcheilt von Bächen, unterhalb derer Flüsse strömen. Die frohe Botschaft für euch heute, Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen: Wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Es wird zu ihnen gesagt werden: Geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu der Außenseite und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Sie rufen zu ihnen: Waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen: Ja, doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt abgewartet und gezweifelt und die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam. Und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer. Es ist euer Schutzherr, ein schlimmer Ausgang. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung? Und die Zeit ist da. Und die Zeit ist gekommen. Und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lange gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben, und viele von ihnen sind Frevler. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich werde als erstes über die Brücke gehen mit meiner Umma. Wie überliefert im Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Prophet sagte: Wir sind die letzte Gemeinschaft auf der Erde und die erste Gemeinschaft am Tag der Auferstehung. Und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird an allen Gemeinschaften vorbeigehen. Alle Menschen und Völker, die vor uns waren, werden zur Seite gehen und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam passieren lassen. Was für eine Ehre für diese Umma. Und die Menschen von den anderen Umma, von den anderen Gemeinschaften, werden dann sagen, als wäre jeder Einzelne von dieser Gemeinschaft ein Prophet. Allahu Akbar. Die Gemeinschaften, die vor uns waren, die werden Platz machen und zur Seite gehen und die werden sagen, als wäre jeder Einzelne von dieser Umma ein Prophet. Der Prophet sagte: Ich und meine Umma,
Ich und meine Gemeinschaft werden als erstes über die Brücke gehen. Und an dieser Brücke werden Haken sein, damit die Menschen runterziehen und in die Hölle werfen. Und die werden viele Menschen runterziehen in die Hölle. Und da werden viele Muslime in die Hölle fallen. Und die Muslime, die auf der Brücke sind, die Muslime, die auf der Brücke sind, werden sagen, ja Allah, das sind unsere Brüder und das sind unsere Schwestern. Das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Die werden Fürsprache halten für die Muslime. Die Gläubigen werden Fürsprache halten. Und dann Allah wird zu ihnen sagen, geht zurück und holt eure Geschwister raus. Allahu Akbar. Allah wird zu ihnen sagen, geht zurück und holt die Gläubigen raus aus der Hölle. Und sie werden zurückgehen, um die Gläubigen rauszuholen. Und sie werden sie erkennen an den Merkmalen der Niederwerfungen. Diese Merkmale werden leuchten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Die Merkmale der Niederwerfung werden nie verbrannt, auch wenn derjenige in die Hölle geht. Und die Gläubigen werden sie daran erkennen und werden sie dann aus der Hölle rausholen. Dann kommen sie zu Allah zurück und sagen, wir haben alle Menschen, alle Muslime rausgeholt, o Allah, die wir als Gläubige erkannten. Dann sagt Allah Azza wa Jal, der Barmherzige, sagt zu ihnen, geht zurück und holt alle raus, die Größe eines Geldstücks, einer Münze an Gutem haben. Holt sie raus und dann werden die Muslime zurückgehen und sie werden dann die Gläubigen rausholen, die Größe einer Münze an Gutem haben. Und es werden eine große Menge von Muslimen sein. Und wenn sie wieder kommen und sagen zu Allah, wir haben sie alle rausgeholt, dann sagt der Allerbarmer, der Barmherzige, der sagt zu ihnen, geht zurück und holt alle diejenigen raus, unter den Gläubigen, alle Muslime raus, den Gläubigen raus, die eine Hälfte einer Münze an Gutem haben. Und dann werden sie zurückgehen und dann werden sie die rausholen. Mit Allahs Barmherzigkeit. Und dann sagt Allah zu ihnen, geht ein viertes Mal zurück und holt alle diejenigen raus, die selbst nur die Größe eines Korns, eines Sandkorns haben, an Gutem, holt sie raus. Und dann werden sie gehen und werden eine große Menschenmenge herausholen. An jedem Tag haben die Engel Fürsprache gehalten für die Menschen, für die Gläubigen. Und an jedem Tag haben die Propheten und der Prophet Muhammad s.a.w. Fürsprache gehalten für die Gläubigen. Und an jedem Tag haben die Gläubigen Muslime Fürsprache gehalten für die Gläubigen. Und was bleibt dann noch? Danach bleibt nur noch die Fürsprache des Allerbarmers und des Barmherzigen. Ja Allah, wenn du bestrafst, dann bist du nicht ungerecht. Wenn Allah Azza wa Jal uns alle bestraft, so hat er keinem Unrecht angetan.
Aber Allah Azza wa Jal, ja Allah, deine Barmherzigkeit ist uns